Hallöchen zusammen. Eine chaotische Viertelstunde ist angesagt, wenn die Pizza abgeschickt wird. Heute möchte ich euch was über TLS-Ciphers erzählen. Kurz vorweg, ich heiße Christian, bin RS. Ich habe den Vortrag schon mal gehalten, der ist im Rahmen in der Firma von einem Knowledge-Workshop entstanden. Ich wollte ihn auch schon letztes Jahr hier auf dem Chaos-Treff mal halten, das hat sich ja alles jetzt verschoben. Aber das Interesse wurde mir bekundet, ist immer noch da. Ich möchte euch kurz ein bisschen was zu TLS und insbesondere kurz ein bisschen was zu TLS-Ciphers erzählen. Was ist irgendwie kurz, will ich euch kurz einmal sagen, was ist TLS, woher kommt's? Handshake, uns einmal anschauen, wie sieht der Handshake eigentlich so grundsätzlich aus? Dann Ciphers und dann das wichtigste Tools und so ein bisschen Referenzen, wo ihr auch dann die aktuellsten Empfehlungen nachgucken könnt, weil ich weiß nicht, ich habe gerade eben einmal kurz quer gelesen, es liest sich noch alles aktuell, aber ich möchte nicht meine Hand dafür ins Feuer legen. Was ist TLS, wofür und kurz ein bisschen Historie. TLS steht für Transport Layer Security, wer es vielleicht bislang noch nicht gehört hat, das ist ja auch durchaus vorstellbar. Oder man kennt vielleicht auch nur das historischere SSL Secure Sockets Layer. Das ist das Vorgängerprotokoll und ist dann halt ein Protokoll zum Etablieren von Kommunikationssicherheit in Netzwerken. Ich möchte halt eine verschlüsselte als auch authentifizierte Verbindung zwischen zwei Partnern, Teilnehmern im Netzwerk haben. Das, was ich gerade sagte, Authentifizierung und Verschlüsselung, ich habe die Möglichkeit, die Gegenstellen zu identifizieren. Primär kennt man es jetzt quasi aus dem Web oder auch sonst wo meistens nur, dass sich der Server, also die Gegenstelle, zu der man die Verbindung aufnimmt, authentifiziert. Aber es ist auch durchaus Client-Out möglich und das wird je nach Kontext auch durchaus gerne genutzt. Ist einfach aus verschiedensten Gründen komfortabel. Man könnte es jetzt zum Beispiel mit, ich mache hier die Tür auf, man könnte es zum Beispiel mit SSH Public Keys vergleichen, dass man sich halt nicht irgendwo in einem Server mit einem Passwort einloggt, sondern halt Public Private Key hat und sich damit an einem Server SSH-Server authentifiziert. Und es gibt halt TLS und auch Vorgänger beschreiben immer nur Protokolle. Was dann die tatsächliche Krypto etc. ausmacht, sind dort halt verschiedene Algorithmen und Modi festgehalten und die machen dann das Eigentliche aus und das muss man dann auch bis zur aktuellen Version immer explizit konfigurieren, weil wenn man es nicht macht, dann kann man es bald auch sein lassen. Wie sieht denn der Handshake aus? Da habe ich mich stark an Material von Cloudflare orientiert. Die haben das nämlich irgendwann mal in einem Blogpost hübsch aufgezeichnet. Wie sieht so ein Handshake aus? Wir nehmen an, wir haben ESA, wir machen Diffie-Hellman, Key Exchange, dazu würde ich gleich noch was sagen, außer jemand schreit jetzt ja. Irgendwie, was passiert da? Ein Client sagt, hallo, ich bin hier so ein Client, ich möchte mit dir TLS sprechen, ich habe irgendwie mir so eine Zufallszahl ausgedacht, ich kann diese Protokollversion und diese Ciphers sprechen. Sagt Server, hallo, ich habe hier so ein Zertifikat, damit möchte ich mich dir präsentieren. Ich kann diese Ciphers muten und ich habe auch irgendwie sowas Zufälliges generiert. Bastelt dann aus dem dann quasi eine Antwort, womit der Server, also er schickt beides in einer Nachricht nach, aber er signiert es quasi dann mit seinem, mit dem privaten Key des Zertifikats, was er dort mitschickt. Richtig. Dann guckt sich der Client an, so passt mir das? Wie grundsätzlich Zertifikate funktionieren, kann ich vielleicht noch am Ende was zu sagen oder diese Trust Chain. Überlegen sich Client und Server auf die gleiche mathematische Weise, wie komme ich auf so ein gemeinsames Master Secret? Davon leiten sie dann nochmal einen Session Key ab. Dann sind beide irgendwann ready und dann haben sie über asymmetrische Kryptographie, die tendenziell erstmal langsam ist, einen symmetrischen Sitzungsschlüssel abgeleitet, mit dem sie dann massenweise Daten austauschen können.
Und bezüglich Client-Cert, grundsätzlich funktioniert es in der Regel so, der Server sagt so, hey, Client, schickt mir doch gerne mal einen Cert. Optional kann er auch noch sagen, so von welcher Zertifizierungsstelle passt das, und schrittweise war das nach Schritt 2.2, also nachdem der Server gesagt hat, er hat Dinge unterschrieben oder beim Server Hello halt. Grafisch visualisiert sieht es dann so aus, Dinge werden hin und her geschickt, bei Schritt 3 jetzt hier in der Auflistung könnte der Server noch sagen, hey, ich möchte von dir auch was sehen, mit dem du dich authentifizierst. Ja, halt so ein Handshake. Ein paar Schritte mehr als nur Hallo, ja, tschüss. Was ist die Versionsgeschichte? Ist aus meiner Sicht ein bisschen spannend zu sehen, wie alt das Zeug jetzt ist und wo wir heutzutage stehen und wann auch ungefähr was erstmal als unsicher galt bzw. auch abgeschaltet wurde. Also SSL 1.0 ist wohl gänzlich unveröffentlicht, SSL 2.0, 3.0 sind halt irgendwie 1995, 1996 rausgekommen. SSL 3.0 könnte man auch vielleicht noch vermutlich noch nicht mal allzu langer Zeit mitgearbeitet haben, weil es gibt halt irgendwo immer solche Altsysteme, die dann aus Gründen die alten Sachen nicht abschalten können. Aber im Wesentlichsten wird man in den letzten, ich würde vielleicht aus dem Bauch heraus gerade sagen, 10 Jahren höchstens noch mit TLS 1.0 gearbeitet haben und dann halt die nachfolgenden Standards. Mittlerweile sagt man definitiv TLS 1.0 voll Teufel, darf man nicht mehr. Das gleiche gilt auch seit, ich glaube, 2 Jahren dann bald oder 3 Jahren irgendwie ist die Empfehlung dann her, dass man jetzt wirklich auch mal TLS 1.1 abschalten sollte. Und wenn man, da kommen wir zu gleich bei einem Tool, SSL Server Test, auch eine gute Note erreichen möchte, also ein A oder A+, oder A++ glaube ich gibt es auch, dann nimmt man halt heutzutage nur noch TLS 1.2 und TLS 1.3 mit hinreichend aktuellen und sicheren Ciphers, Cipher-Suiten. Und was hat das jetzt, dieses TLS 1.3, so ausschlaggebend gemacht, dass das jetzt halt irgendwie noch so hübsch ist. Perfect Forward Secrecy ist eine Eigenschaft des kryptografischen Systems, dass ich, auch wenn ich den Private Key der Zertifikate, die verwendet wurden, kenne, im Nachhinein nicht mehr den Datentraffic entschlüsseln kann, weil da halt über diesen Diffie-Hellman Schlüsselaustausch über Zufallszahlen, die dann ausgetauscht wurden, ein nicht im Nachgang abzuleitender Schlüssel verwendet wurde, insbesondere wenn man dann den Handshake, glaube ich, nicht mit aufzeichnet, nagelt mich da bloß, aber bitte nicht fest. Dann gibt es nur eine bestimmte Cipher-Art, jetzt stehe ich auf dem Schlauch, was die Abkürzung noch bedeutet, AEAD. Danke. Stimmt. Kannst du mir gerade noch die passende Erklärung sagen? Das war nämlich, ich habe eine Mac, also... Ich glaube, der Punkt ist, dass die Header-Daten sind unverschlüsselt, aber mit authentifiziert. Auf jeden Fall... Was entscheidend ist, ist, bei anderen älteren Algorithmen konnte man halt irgendwie noch Manipulationen vornehmen, im Sinne von, die dann nicht aufgefallen sind, weil die Reihenfolge dieser Sachen nicht richtig war. Das heißt, ich bilde erstmal eine Hash-Summe quasi über den Inhalt, um die Integrität auch festzuhalten, und verschlüssel und authentifiziere es dann. Und das ist, meine ich, auf jeden Fall so, dass ich erst eine Hash-Summe mache und die dann zusätzlich auch signiere. Ich glaube, das war der Clou. Was AEAD tut, ist, dass sowohl die verschlüsselten als auch die unverschlüsselten Metadaten sind authentifiziert. Ja. Und das brauchst du, wenn du gelegentlich, zum Beispiel der Servername kann nicht verschlüsselt sein, weil der muss unverschlüsselt übertragen werden, aber den kannst du auch trotzdem authentifizieren und so Dinge. Wird zum Beispiel auch ein WireGuard benutzt, um dafür zu sorgen, dass irgendwie IP-Adressen und sowas brauchst du halt zum Behaupten. Ja. Aber sie sollen halt trotzdem nicht fälschbar sein. Ja, das war das. Und, ja.
Ja, auf jeden Fall dann noch verschlüsselter SNI. SNI steht für ja. Kannst du den Satz auch fertig sagen? Das soll ich noch machen. Ich habe eine Frage zum Topic for Security jetzt gerade was. Ja, gerne. Und zwar, das, was ich da nie ganz verstehe, ist, was ist denn das, was abgehört werden darf, um noch Sicherheit zu erreichen, beziehungsweise was das fehlen muss, weil, das sei gesagt, wenn ich die Private Keys von den Zertifikaten kenne, soll ich nicht in der Lage sein, zukünftige Übertragungen auch noch zu entschlüsseln. Nicht zukünftige, sondern in der Vergangenheit liegende. Also andersrum. Das heißt, zukünftige könntest du sicherlich, insbesondere wenn du einen vollen Datenstrom mitliest, ja irgendwie auch als Man in the Middle irgendwie aufknacken. Es geht aber insbesondere bei Perfect Forward Secrecy, dass halt sich Dollar-Agentur, von welchem Geheimdienst auch immer, irgendwie sagt, ich schreibe mal alles mal, was vorbeikommt, auf Platte schreibt. Und das, wenn man halt einen aus dem Private Key abgeleiteten Sitzungsschlüssel nimmt, dann halt, wenn man nur diesen Private Key zur Verfügung hat, auch einfach den verschlüsselten Traffic wieder entschlüsseln kann. Wie? Was die Geheimen dir gibt, ist, es macht aus einem authentifizierten Kanal einen verschlüsselten Kanal, in dem du, solange du dir sicher sein kannst, dass die Daten, die du bekommst, authentifiziert sind, ist egal, wer sie mitliest, beide Seiten können sich dann darauf einigen, dass sie ein gemeinsames, kreiertes Secret haben, was niemand anders kreieren kann. Selbst wenn sie dann haben. Genau, selbst wenn sie in Hindsight den privaten Key bekommen, ist es egal, weil du bestimmte Daten, also du benutzt einen Mechanismus, der dafür sorgt, dass nie genug Daten drüber gehen, dass selbst wenn das geschlüsselt wurde und im Nachhinein dann private Schlüssel kompromittiert wird, können sie trotzdem den Sprung entschlüsseln. Das heißt, den Session Key kannst du eigentlich auch so herstellen, dass er nichts mit dem Private Key aus der Zertifikate zu tun hat. Ja. Das ist. Ich habe irgendwann mal eine Konversation über die Behandlung gehalten. Ich kann auch gerne die nochmal machen. Ja, das wäre gut. Diffie-Hellman habe ich mir auch mal angeguckt, aber das kriege ich definitiv gerade nicht mehr auf die Reihe. Und dann auch so ein paar Features, die kann ich jetzt auch nicht weiter im Detail erklären, wie die noch funktionieren. Verschlüsselter SNI. SNI steht für Server Name Indication. Das heißt, historisch gesehen, auch wenn man irgendwie noch so bei großen Konzernen sind, die irgendwie randvoll von IPv4-Adressen sind, also IP-Legacy, dann nehmen die auch noch eine IP für einen Dienst, für ein Zertifikat. Aber in der freien Wildbahn ist das eher ungewöhnlich. Da hat man hinter einer IP dann halt häufig verschiedenste Dienste, die auch dann manchmal auch durchaus die verschiedensten Zertifikate haben, und dann muss man als Client, damit man natürlich auch das passende zu dem gewünschten Dienst, wo man hin möchte, das passende Zertifikat präsentiert bekommt, halt sagen, mit wem man es reden möchte. Das nennt sich Server Name Indication. Und das kann man mit TLS 1.3 auch irgendwie verschlüsselt tun. Und Initial Support für Zero Roundtrip Handshakes. Wie das genau funktioniert, habe ich mir damals auch nicht angeguckt, da müssten wir, wenn dann gleich, gemeinsam mal recherchieren nach dem Vortrag. Oder wenn jemand dann halt eine Folge für eine Viertelstunde halten will, wäre das sicherlich ein gutes Thema. Diese Zero Roundtrip-Dinger, die waren, glaube ich, für Reconnections, oder waren die auch die Initialen? Frag mich bitte gerade nicht. Wenn das jemand aus dem Publikum gerne weiß, gerne, aber ich kann es dir nicht mehr sagen. Müsste ich erstmal noch wieder reinhängen. Ich möchte nämlich jetzt eher auf das, was ich euch noch mitgeben möchte, TLS Ciphers und die Cipher Suites. Irgendwie, wir haben eben schon mal RSA gehört, aber so eine Cipher Suite ist dann halt die Zusammenstellung von mehreren Komponenten, die halt, um halt irgendeinen verschlüsselten Kanal betreiben zu können, verschlüsselten, authentifizierten Kanal, und das beschränkt sich nicht nur auf TLS, sondern auch analoge Protokolle irgendwie. SSH ist da sicherlich nicht weit entfernt, bezieht sich einerseits auf Key Exchange und Key Agreement, das ist so Schlüsselaustausch oder wie sind die Zertifikate gestaltet, dann mit was ist meine eigentliche Transportverschlüsselung, mit was verschlüssel ich den Großteil der Daten quasi, was ist meine symmetrische Chiffre, und dann der Method Authentication Code, das ist quasi meine Prüfsumme, um die Integrität der Daten sicherzustellen. Und da gibt es halt so verschiedene Sachen, die man so hübsch miteinander kombinieren kann.
RSA, DSA, DSS, ECDA, EDDSA mit verschiedenen elliptischen Kurven oder ein Pre-Shared Key, geht natürlich auch, also ist jetzt nicht komplett ausgeschlossen. Und dann hat man halt irgendwie auch noch so Schlüsselaustausch, was Mero eben auch sagte, Diffie-Hellman. Da würde ich, glaube ich, Mero bitten, irgendwann die chaotische 5-Stunde erneut zu halten. Das sind so die Bausteine, die man halt irgendwie sich auswählen kann und für den Key-Exchange und das Key-Agreement. Ich habe dann verschiedenste Modi, die halt Stand jetzt aktuell sind, für die Bulk-Encryption. Das ist klassischerweise meistens AES oder so eine Char-Char-20-Poly-Chiffre. Wie genau die Mathematik dahinter aussieht, bitte auch nicht fragen. Auf jeden Fall, AES ist ja schon auch ein bisschen älter. Gibt es halt in verschiedensten Modi, die üblichen Längen, ist halt eine Blockchiffre und gibt es in verschiedenen Längen, 128 und 256 Bits ist das meiste, was man so heutzutage nimmt. Und dann gibt es halt, wie man halt Blöcke, die nicht komplett die komplette Länge dieser Blockchiffre erfüllen, auffüllt in verschiedenen Modi. Und die zwei unteren haben halt Probleme, mit denen man diese Modi angreifen kann. Deswegen sind die halt einfach mittlerweile durchaus obsolet. Der CCM-Mode, der ist noch so halbwegs okay, wenn man erstmal so ein Altsystem hat, was man irgendwie noch dazu überreden kann. Und eigentlich das, was man heutzutage nur noch möchte, ist dieser GCM, dieser Galois-Counter-Mode. Und wie sieht das dann zusammengewürfelt aus? Was trägt man da? Ich muss lügen, ich glaube, das sind jetzt, wie man die Cypher-Suiten bei OpenSSL angeben müsste, halt eine Randvoll Cypher-Suiten, die man jetzt zum Beispiel in seinen Nginx reinschmeißen würde, um eine sichere TLS-Konfiguration für die Cypher-Suiten oder welche Cypher-Suiten man verwenden möchte. Ja, das, wie man jetzt hier noch kurz sehen kann, ist das halt eigentlich nur noch AES oder diese Char-Char-20-Poly-Chiffre, die dann nämlich auch direkt diesen Message Authentication Code integriert hat. Und ansonsten wird klassischerweise halt einen SHA-256-Hash, einen SHA-2-Hash verwendet. So, und jetzt das Wichtigste, wo könnt ihr selber mal gucken, ob eure Dienste oder was auch immer sicher sind oder wie ihr die konfigurieren könnt. Ich möchte euch ans Herzen legen, für insbesondere, dass wenn ihr selber irgendwie mal so einen Webserver betreiben wollt, gucken wir uns mal kurz die Seite an, da kann ich mir halt, oder auch verschiedenste andere Serverdienste gibt es von Mozilla, so ein SSL Configuration Generator, per Default ist auf Nginx eingestellt, Intermediate, damit man auch nicht nur den modernsten Scheiß unterstützt, sondern auch noch ein paar Clients, die vielleicht ein bisschen älter sind. Wenn man hier reinguckt, dann sieht man jetzt auch ungefähr die Liste an Ciphers, die ich euch eben gezeigt habe. Wir nehmen nur noch TLS 1.2, TLS 1.3, alles Ältere wollen wir nicht mehr. Und da wir annehmen, dass jetzt insbesondere diese Ciphers alle sicher sind, ist uns auch egal, welchen wir nehmen, dann sagen wir, lassen wir dem Client die Wahl und wenn da zum Beispiel so ein schwaches Mobilgerät herkommt, dann darf sich das den Cypher aussuchen, mit dem es am besten rechnen kann. Das ist so der Hintergrund, warum man mittlerweile sagt, ich möchte mir nicht aussuchen, welche, oder der Server soll nicht aussuchen, welchen Cypher wir sprechen. Aber wie gesagt, das kann man auch für die verschiedensten anderen Tools machen. Jetzt hatte ich hier, glaube ich, DAFCAD angeklickt, ist auch OpenSSL-Syntax. Für Go gucken wir mal. Richtig, für die Intermediate ja, weil jetzt kommen wir zu dem Punkt, auf den ich noch kurz hinaus möchte. Wenn man jetzt hier zum Beispiel Modern sagt, steht hier auch in der Beschreibung schon drin, nimmt man mittlerweile nur noch TLS 1.3 und da hat man quasi laut Protokoll nur noch Cypher-Suiten drin, die Stand jetzt als sicher gelten. Also wenn man es möglichst einfach haben kann und nicht irgendwie Rücksicht auf Altgeräte, Altsoftware nehmen möchte oder muss, sagt man hier, ich möchte noch TLS 1.3 und dann ist man zurzeit einfach fein weg. Ja, bitte. Eine Frage, muss ich da zum Beispiel, wenn ich jetzt ein 2 Jahre altes Zertifikat habe, muss ich das dann nochmal anpassen entsprechend oder kann ich das einfach so in der Config? Das Zertifikat ist erstmal egal. Das Zertifikat, also das Zertifikat
Richtig. Richtig, aber das Zertifikat dient einfach nur da, um dich zu identifizieren. Wie das funktioniert, ist nochmal ein komplett anderes Thema. Das es gehört zwar auch zu TLS, aber wie so diese Trust-Chain funktioniert, was da auch die Regularien sind, die Browserhersteller und so weiter machen, diese Konsortien, die sagen, für diesen zentralen Zertifikatstore, den du quasi den verschiedene Konsortien verwalten oder ein Konsortium insbesondere, die geben dir halt Regeln vor, wie du dein Zertifikat zu behandeln hast oder wie der Zertifikataussteller Dinge zu behandeln hat. Aber das ist nochmal ein komplett anderes Thema. Da können wir auch nochmal wieder. Richtig. Das heißt, wenn du ein Zertifikat, was global gültig sein soll, so einfach mal so, kriegst du das nicht mehr länger als ein Jahr. Ja, bitte. Tomcat Mittelalt, natürlich, gerne. Ich glaube, Mittelalt ist überall die gleiche Bauweise. Okay, ja, also da verändert sich, also was sich verändert. Mittelalt ist quasi immer die gleiche Cypher Selection. Das Einzige, was sich halt ändert zwischen den Diensten, ist halt quasi der Wrapper ausgesprochen. Richtig, und da bin ich letztens mal drüber gestolpert, ist, wenn man mal nicht OpenSSL vor der Nase hat, dann ist die Schreibweise dieser Cyphers durchaus mal unterschiedlich. Es steckt das Gleiche drin, aber es wird anders geschrieben und auch in den Standards ist es anders, als wie es bei OpenSSL heißt. Das hat sich jetzt endlich, da kommen wir auf der nächsten Seite zu, erstmal mit TLS 1.3, die Ciphers, die da jetzt neu definiert worden sind, die sind jetzt in jedem Tool wirklich gleich geschrieben und nicht irgendwo immer wieder ein bisschen anders. Ja, gerne. Ja, weiß ich tatsächlich nicht. Ich habe mir meine Konfigurationen für Nginx und so weiter meistens komplett losgelöst von den Paketquellen gebaut. Kann ich dir gerade nicht sagen, müsste man mal gucken, ob es da was in Debian oder sonst wo schon vorgefertigt gibt, was aktuelle oder das quasi von Mozilla vordefiniert. Kann ich dir nicht sagen. Ja, ich verfolge halt auch durchaus Nachrichten irgendwie mit, zwar nicht immer hochaktiv, aber wenn da jetzt halt so eine TLS-Version konkret gebrochen wird, dann schwappt das ja durchaus doch mal in den auch in den nicht so techniktiefen IT-Nachrichten spätestens mit. Ja, aber auch darüber wird viel gestritten, weil dann irgendwie Firmen sagen, auch ich möchte vielleicht doch mal reingucken können, weil mein Enterprise-Sicherheitssystem möchte da mitlauschen und dann ist das aber eine ganz schreckliche Idee, weil ich kann dir nur sagen, das macht irgendwie so viel Schmerzen, wenn da nämlich, wenn der Client denkt, ich rede mit dem Server selbst, also zum Beispiel auch einen von Google, einen Chrome, der weiß halt, wenn ich auf google.com gehe, dann ist das von einer bestimmten Zertifikatsstelle ausgestellt. Und wenn da irgendwas mit Zwischenpunkt, dann können da Dinge höllisch schief gehen. Aber wie gesagt, das ist aus meiner Sicht ein noch viel spannenderes Thema, was sind die Regeln da und was kann man da so alles machen. So, für jemand, der mehr Text möchte, gibt es auch noch was von OWASP. Das ist so ein Konsortium, was sich so um Websicherheit kümmert und so Top 10 von Web-Sicherheitslücken auflistet, als auch dann halt auch Empfehlungen zu TLS rausgibt. Und wenn man da reingucken möchte, müssen wir gerade gucken, zumindest war das damals so, hat man hier eine, gucken wir mal, da war doch irgendwo mal so eine richtig hübsche lange Tabelle. Hat die sich versteckt mittlerweile? Nämlich auch insbesondere eine Auflistung, warum bestimmte Ciphers oder man nicht mehr möchte und nach welcher Reihenfolge. Es ist vielleicht manchmal auch in der Reihenfolge leicht unterschiedlich bewertet, je nach Quelle. Aber anscheinend finde ich die Tabelle gerade nicht. Das ist schade. Nee, die scheinen mittlerweile auch eher auf Mozilla zu oder auf das Mozilla-Wiki zu verlinken. Da findet sich ja dann aber auch noch ein bisschen was. Nämlich eine. Ja, nicht nur, da kann ich dich beruhigen. Das sieht mir so aus, als ob sich das nicht verändert hat.
Einerseits gibt das Hinweise darauf, auf welcher Basis quasi diese Modi zusammengestellt worden sind und was man da so als Ältestes mit unterstützt. Zum Beispiel so ein Old, dann braucht man vielleicht auch mal noch so ein Windows XP. Oder so ein Old nutzt man, wenn man noch so ein Windows XP oder sowas richtig Altes hat, was man auch nicht gepatcht kriegt. Und dann sieht man halt, nach welchen Maßstäben das hier auch ausgewählt worden ist. Und wie gesagt, hier sieht man es jetzt auch schon von der Schreibweise, die sind jetzt so geschrieben, und das kann man auch OpenSSL dann mittlerweile so mitgeben, wie sie im Standard stehen. Und welche Optionen gibt es da? Da kann man sich wunderbar austoben, und dann steht auch hier solche Keywords, die ich eben genannt habe, drin, wie das tut, und dass das AES GCM ist mit 256 Blocklänge und so weiter und so fort, und wie das hier oder welche Ciphers auch mit wie sie dann technisch irgendwo verwendet werden, etc. Das sind, wie gesagt, die ganzen Merkmale, und die werden hier auch ein bisschen weiter ausgelistet und, wie gesagt, auch ein bisschen beschrieben, warum man das so macht. Oder was, ich glaube, hier zum Beispiel, wie man dann auch zum Beispiel auf so einem Windows Server, das hatte ich nämlich damals, chronische Problem, der konnte auf einmal ein Client bei uns nicht mehr zugreifen, und die hatten eigentlich ein aktuelles Patch-Set, aber irgendwas hatten die komplett verkackt. Also die haben, glaube ich, 2 Wochen gebraucht, um wieder auf unser produktives System zuzugreifen, weil wir gesagt haben, nee, für den Einzelnen gehen wir nicht mehr zurück. Ihr seid nicht wichtig genug. Ja, das ist so für Nachschlagewerk, wo das Ganze jetzt herkommt, aber wie gesagt, anscheinend auch mittlerweile hier primär der Mozilla-Generator oder das Mozilla-Wiki. Und dann kommen wir zu dem Hübschesten. Wie kann ich jetzt einfach mal nachgucken, ob mein Webserver das macht oder ein gutes Rating hat und auch ein paar andere Faktoren noch abdeckt, ist nämlich SSL-Server-Test von Qualys. Ist so ein Hersteller, der auch so Netzwerkscans macht, wenn man irgendwie in einer Firma arbeitet und man irgendwie auch andere Kaufsoftware hat, die dann nicht verträgt, wenn er irgendwann mal so ein SSL-Ding gegenprobt, und dann sterben da mal Dinge, habe ich gehört. Und jetzt gucken wir uns mal eben an, das habe ich nämlich dann natürlich vorgeguckt, dass da auch was Gutes rauskommt. Wir gucken uns mal unsere Vereinswebseite an. Im besten Fall ist das noch gecached. Ich mache es mal ein bisschen kleiner. Ja, es ist noch gecached, wie ihr sehen könnt. Ich habe das am Anfang des Vortrags gerade noch mal laufen lassen, und ich möchte verraten, bevor ich mir das mal wieder angeguckt hatte, sah das nicht so gut aus. Das habe ich mal eben noch mal wieder grüner gemacht, als das vorher war. Das sind jetzt die Intermediate Settings. Es werden verschiedenste Dinge abgetestet. Wir können gleich mal gucken, bei irgendwas, was so eine richtig schlechte Note bekommen hat, warum das so ist. Aber hier sieht man dann auch verschiedenste Merkmale, die dann auch jetzt bezüglich, wie funktioniert diese Trust Chain, vermerkt sind. Manche nutzen wir zum Beispiel nicht. Ein Punkt wäre DNS Certificate Authority. Das besprechen wir gleich danach mal. Das habe ich mich eben auch gefragt. Aber irgendwie müssen wir diese Domain ja validiert haben, also irgendwer vom Verein wird die schon besitzen müssen. Ich habe da ein M gehört. Okay, wir klären das gleich mal. Auf jeden Fall, was auch hier noch interessant ist, aber durch verschiedenste, auch so Enterprise-Gedöns, kann man sich nicht unbedingt immer darauf verlassen, weil dann doch irgendwas noch wieder hübsch gepatcht wird. Mit was ist denn das, diese Konfiguration, und überhaupt noch kompatibel, und was wird dann als Cypher selected? Und zum Beispiel, was tut halt nicht mehr? So iOS 6.0, Safari 6, ja, nee, das geht dann halt nicht mehr. Richtig, das ist das, wo ich euch empfehlen würde, wenn ihr irgendwo sowas aufsetzt, dann guckt euch das mal an. Und deswegen macht das Tool, geht es jetzt mal zurück, History, Browser History, macht das auch Tests separat für IPv4 und IPv6, weil es soll schon vorgekommen sein, dass Leute es geschafft haben, dass da unterschiedliche Noten herauskommen. Das ist durchaus im Bereich des Möglichen. Nochmal für den Spaß, gucken wir mal. Wie bitte? Recent
Ja, T ist so richtig hart. Wir können uns das mal angucken. Ich finde den Domainnamen jetzt gerade am interessantesten. Nein. Oh, da ist jetzt, warum steht da jetzt ein A? Ah, dann war das vielleicht. T kann auch sein, dass. T-Timer? Ein F ist in der Regel aus ihr. Hoch. Also ein F kann zum Beispiel sein, die Trust Chain funktioniert nicht. Da bin ich mir relativ sicher. Oder war das auch ein T? Oh, so ein RC4-Cipher, das ist so ein Strom-Cipher, richtig schön alt. Und wenn man das noch, kann durchaus noch in bestimmten Fällen hinreichend sicher sein, aber in der Regel nicht. Nein. RC4 kannst du auf deinem Handy in Echtzeit berechnen. Ja, wir gehen von IoT aus, Internet of Shit. Auch Internet of Shit. Das ist genauso schnell wie Handy. Ja, auf jeden Fall. Ja, auf jeden Fall. Man kriegt halt so. Oh, so Padding Oracle Volume. Ja, da gibt es halt so hübsche Dinge, worum Dinge unsicher sind, auch Angriffsszenarien, worum dann auch so die Welt auf einmal aufschreit: Oh, scheiße, OpenSSL Updates. Die Welt brennt so ein bisschen. Testen. Versucht SSL Labs halt auch so gut ist, wie es geht, abzutesten. Wie bitte? Die Vulnerabilities sind ja auch fast 10 Jahre. Ja, das ist. Es gibt altes Zeug im Internet. Und jetzt kommen wir zu dem, ja, wenn wir mal nicht irgendwie Webzeug machen, dann gibt es testssl.sh. Das nimmt man am besten auch mit dem OpenSSL, was es so mitbringt, weil das ist dann so eine OpenSSL-Version mit auch noch altem Zeug enabled, was man normalerweise nicht haben will. Aber wenn man testen will, dann will man ja auch testen, ob das alte Zeug noch da ist und so weiter und so fort. Und damit kann man dann auch nicht nur, kann man einerseits Dinge testen, die dann vielleicht nicht vom Internet erreichbar sind, als auch ein paar andere Protokolle. Und das, gucken wir mal, haben wir irgendwo noch einen Screenshot davon? Leider nicht. Aber definitiv empfehlenswert, um mal halt irgendwo mal gegen zu gucken. Ist nicht ganz so hübsch wie SSL Labs, also im Zweifelsfall finde ich SSL Labs auch immer noch schöner. Man sollte vielleicht immer zwischendurch den Haken setzen, dass man halt nicht auf dieser Liste vorne erscheinen möchte, wenn man halt irgendwie auch so Unternehmensressourcen scannt, für die man vielleicht auch so gearbeitet. Das sind so die 4 Tools, die ich euch sehr ans Herzen legen würde. Weiteres, wenn ihr gerne Podcasts hört, erstmal grundsätzlich eine Empfehlung für den EFC-Podcast, deutschsprachiger Podcast, leider schon länger keine Folge mehr erschienen, aber Folge 15 und 16 drehten sich um TLS unter anderem. Dann gibt es natürlich auch vom BSI irgendwie Dinge, hoffentlich tut der Link noch. Irgendwie so richtig hübsch lange Richtlinie, sogar auch in aktueller Version. Jeder, der irgendwelche BSI-Zertifizierungen haben will, die irgendwas mit Computer zu tun haben, dürfte das Ding vorbeten und dürfte vorbeten, dass ihr die Einträge aus der technischen Richtlinie verwendet habt und nicht die euch Mozilla empfohlen hat. Und die stimmen aber tatsächlich mittlerweile gut überein. Also zumindest stand. Die stimmen gut überein, aber die Leute wollen trotzdem wieder gekauert haben, dass du das Ding von ihnen genutzt hast. Zertifizierungen halt. Aber das ist ein anderes Thema. Wie gesagt, die sind tatsächlich auch durchaus aktuell. Gibt es dann natürlich auch von anderen Stellen, die solche Dinge rausgeben, aber kann man durchaus mal reinlesen. Finde ich tatsächlich nicht ganz so schlimm wie anderes Zeugs. Und auch noch so ein paar andere Quellen, die ich jetzt irgendwie so verwendet habe. Wie gesagt, insbesondere den Cloudflare fand ich relativ gut. Aber da findet man auch verschiedenste Dinge noch. Das wär's. Habt ihr noch Fragen? Dann entlasse ich euch wunschlos glücklich. Ich freue mich, dass ihr mir so lange zugehört habt und wünsche euch noch einen schönen Chaos-Treff.